Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, es ist was passiert. Aber was Cooles, schaut mal, ich habe jetzt ein Schloss. Ich habe mein Haus abgerissen und mein Schloss gebaut. Und schaut mal, wer da oben sitzt, den habe ich mir am Markt gekauft. Es ist übrigens immer noch so, dass es verbuggt ist, Wyvern-Eier zu kaufen. Sobald man die kauft, spoilen die im Inventar, aber die werden dann natürlich ersetzt durch die Admins. Und deshalb habe ich meinen Feuerwyvern auch. Und jetzt schaut mal, ich habe hier noch einen weiblichen Terry gefunden. Der war Level 600. Und dafür ist es doch das ultimative Pärchen, um neue Baby-Terrys zu machen. Ist das nicht toll? Mir gefällt das. Ich habe jetzt ein Terry-Pärchen, was unbesiegbar ist. So gut wie unbesiegbar. Ich habe ein Schloss und ich war in der letzten Folge ja im Sumpf gewesen. Und schaut mal, der Varionix ist auch fertig. Dem habe ich schon einen Sattel gegeben. Nur einen Namen hat er noch nicht. Er kriegt erstmal. Okay, also viel Leben kriegt er gar nicht dazu. Oh. Ich wollte ihm eigentlich nur Damage geben. Hat er jetzt Damage bekommen? Und ein bisschen Movement Speed. Aber das macht ja nichts. Genau, und da können wir jetzt super unter Wasser kämpfen, über Wasser kämpfen. Er passt hier super. Ja? Yeah? Er passt super zu unserer Luzi. Die hier das Wasser. Warum sind die alle aggressiv? Neutral. Ich die etwa alle aus Versehen aggressiv gepfiffen? Mal. Das wäre natürlich ungünstig. Zeig. Neutral. Neutral. Deshalb sind die auch hier so verteilt. Du bist neutral. Die Trikes, die sind hier übrigens nicht so wirklich die Extinction Code Trikes. Selbst wenn ich hier Sprinten drücke, der läuft einfach nur. Ist echt wundervoll. Schade, aber so ist es leider. Du bist auch neutral. Du kleine Knutschkugel auch. Und schaut mal da hinten. Ich bin nochmal im Sumpf gewesen. Und da kam doch tatsächlich ein 600er Dodorexi. Attacking Target. Und du? Jetzt halt doch mal still. Es ist echt lustig, dass man die Tribesmen jetzt... Hey, stopp! Stopp! Oh, was haben denn die für ein Problem hier alle? Schaut euch das mal an, die rasten einfach nur aus. Hallo. Kommt jetzt alle mal zurück. Ich habe jetzt vier Wyvern. Poison Wyvern. Ich habe alle Eier ausgebrütet. Um die halt zu bekommen. Meine Hoffnung war, dass ein weiblicher dabei ist. Um halt wirklich mal auch Eier selber ausbrüten zu können. Aber es sind leider alles nur Männer. Das heißt, mit dem Brüten, das wird nichts. Und ich komme auch nicht an die ran. Das ist ja echt nervig. Vor allem würde mich halt interessieren, warum die jetzt so ausgerastet sind. Was haben die jetzt gerade für einen Knall gehabt? Weil da ist ja auch nichts. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwas Gefährliches wäre. Aber wenn die natürlich genau wie die anderen auf aggressiv waren, dann erklärt sich mir das natürlich. Na. Okay, das kommt nicht mal. Ah, jetzt kommt Bright. Hä? Ja. Falscher. Mal gucken, wie weit ich hier zurück kann. Ach, ich zeige euch gleich das Schloss, aber das muss ich jetzt erst noch. Schlimm, schlimm, schlimm. Gleich in der ersten Folge, wo ihr alle da seid, macht ihr so einen schlechten Eindruck. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr kommt jetzt alle wieder in die Ecke. Ein Wyvern-Ei war ja nach Level 180 gewesen. Und dann hatten wir ja das... war das 200er-Ei? Glaube ich, ja. Hatten wir ja schon ausgebrütet. Das ist der hier. So, damit ihr wenigstens auch so aussieht, als würdet ihr was aushacken. Da.
Jetzt bleibt ihr alle mal ruhig. Wie sieht's bei dir aus, liebe Schnecke? Du hast kein Essen mehr. Es ist echt so krass, die Schnecke, die verbraucht so schnell Essen. Und schaut mal, ich habe einen Rockdrake-Sattel gebaut. Und mich im Dodo weggefangen. Wunderschön. Wunderschön. Ihr macht alle so einen guten Eindruck hier. Ist das nicht toll? So, der Rockdrake-Sattel, der ist jetzt auch am Start. Das heißt, wir können hier mit dem Rockdrake rumschweben, wie wir das wollen. Können wir zum Beispiel gleich mal zu dem Licht schweben. Werden vom Stein aufgehalten. Aber okay. Macht ja nichts. Der hat halt auch einen riesen Wendekreis. So, perfekt. Ein paar Klamotten abgegriffen. Hui, ich finde, hier kann man schöner mit den gleichen als auch Aberration. Das gefällt mir besser. Du hast auch nichts weiter gehabt. Perfekt. Jetzt will ich euch endlich den Dodorexi zeigen. Ja, ihr könnt hier stehen bleiben. Ihr guckt so. Die gucken auch wie so eine Crew, oder? Der Dodorexi. Level 600 war er. Ich habe eine Falle gebaut mit einem Gate und Mauern und habe ihn praktisch eingesperrt, so dass ich ihn von außen gut abschießen konnte. Ich hatte echt Schiss, dass mich die Giftbälle treffen, aber haben sie nicht. Das war echt komisch. Aber somit haben wir jetzt unseren zweiten Dodorexi. Jetzt fehlt nur noch Feuer und dann haben wir sie alle. Ist das nicht toll? Es gefällt mir so sehr. Vor allem die Dodorexis und die Terris und der Wyvern. Und mein Schloss, schaut mal. Wie viel Platz ich hier habe. Ich brauche echt nur eine Etage. Das reicht mir vollkommen aus. Da passt der Grinder rein, da passt hier ein neues Lagerfeuer rein. Ja, habt ihr Fleisch? Kollegen? Mehr noch Raw Meat drin? Natürlich haben wir das. Schaut mal an, das hänge ich jetzt hier dran. Und da röstet es. Ist das nicht toll? Also mir gefällt das wirklich sehr gut. Oh, vielleicht können wir dann hier. Recipes and Paint. Das heißt, wir könnten hier bestimmt auch Veggie Cake machen. Perfekt, das lassen wir durchrösten. Hier schmelze ich gerade einen Haufen Metall durch, um irgendwann die Metal Forge zu bauen, die ich jetzt auch schon bauen kann. Die kommt dann auch dorthin. Aber kann ich noch nicht. Ja, hier ist so meine Arbeitsecke. Da ist noch die Workbench. Hier meine Kisten habe ich beibehalten. Also meine Körbchen, will ich mal sagen. So, und ihr seht, ich habe schon was im Inventar. Das bauen wir dann gleich noch. Zack, zack. Genau. Denn was mir hier noch fehlt, wir gehen erstmal kurz hoch. Da haben wir nämlich einen super Ausblick über unsere Base. Ups, Tür verfehlt. Hier, da sehen wir wirklich die ganze Base. Da ist der Sonnenaufgang. Keine Ahnung, wo die Sonne aufgeht. Hier haben wir auch einen super Blick auf die Wyvern, die immer noch was aushacken. Also ich finde mein Schloss echt toll. Mal sehen, ob ich hier oben noch was hinbaue, außer den Industrial Grill. Ich dachte mir, da kann ruhig hier oben stehen bleiben. Brauchen wir nicht unbedingt unten drin. Aber okay, wir schauen einfach mal, was wir hier noch so reinbauen. Rein theoretisch kann ich ja auch. Ja, ich bin mir super drüber schweben. Wie auch immer. Und da bin ich auch an der Stelle angekommen, wo ich das bauen will, was ich im Inventar habe. Denn ich möchte mir noch ein Gewächshaus bauen. Das fehlt so ziemlich noch für meine super Base. Deshalb fange ich da jetzt mit euch zusammen hier an. Das Problem ist halt, dazu brauchen wir auch Metall, deshalb brauche ich die Forge, deshalb schmilzt alles gerade durch. Aber ein bisschen was können wir hier schon bauen. Praktisch das Grundgerüst für zack. Nein, das war falsch. Ja, das Grundgerüst für unser Gewächshaus. Wenn schon, denn schon. Dann machen wir es richtig. Ist das nicht schön? Und da habe ich mir auch überlegt, wir machen uns dann zwei Etagen raus. Da machen wir so eine Art
Oder wir machen eine Dachterrasse, wobei, dann mache ich doch lieber noch ein Dach draus. Das sieht vielleicht schöner aus, können wir ja dann noch überlegen. Im Moment haben wir da wahrscheinlich nicht genug Metal Ingots dafür, aber wir können das ja schon mal bauen. Pick up. Damit halt wirklich unser Grünzeug hier super wachsen kann. Zack, und da können wir nämlich auch noch ein paar Beete mehr bauen als die, die wir dort schon haben. Und dann kann auch der Item Collector, der kann ein ganzes Stück nach dort rutschen, denn die Dinos haben wir jetzt so halb nach dort verlagert. Außer die Flugdinos, aber ich muss euch sagen, mir gefällt es gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so lasse oder ob ich da noch was anderes baue. Ich bin mir unschlüssig. Jetzt baue ich erstmal noch ein paar Beete, damit wir das hier wirklich ordentlich bepflanzen können. Moment. Erstmal will ich, glaube ich, das Licht. Die Lichter. Oh Gott. Wir fliegen einfach mal kurz. Denn da sind blaue und grüne. Vielleicht kriegen wir da auch noch was raus. An Beeten oder so. Kann ja durchaus sein. Mal sehen, ist hier eigentlich wieder was los? Das ist eine Alpha-Mantis. Cool. Und da können wir dann vielleicht gleich mal noch mit einem Dodorex hier hin. Das ist halt gerade echt das Problem, dass wir nicht viel machen können. Oh, 2 Coins. Während das Metall durchschmilzt. Denn wir brauchen ja das Metall zum Bauen. Oh, da ist ein großer Fisch. Schwimm nicht so weit weg. Ich will noch ein bisschen was an Fleisch abgreifen. Denn für den. Hey. Für den Baryonyx haben wir doch so einiges an Raw Prime Fish. Jetzt. Ach komm, du bist ein Wyvern, das sind Bäume. Das sind nicht mal richtig dicke Bäume. Für den Baryonyx habe ich so einiges an Fleisch aufgewendet. Kann auf dem Fisch landen. Tatsache. Aber das war leider nur normales Fleisch. Oha. Der ist böse geworden. Wusste ich gar nicht, dass der das kann. Aber okay. Hast mir ja auch nur normalen Fisch gegeben. War ja nicht mal nett von dir. Aber okay. Und da haben wir hier noch das Licht. Da baut sich doch bestimmt. Ja. Oh, noch ein Schloss. Kommen wir da jetzt überhaupt ran? Mal sehen, hier ist auch Beast of Darkness. Oder ist das eingebaut? Ja, nur so halb. Aber so, dass wir trotzdem nicht rankommen. Ach Mann, das ist doch schon wieder Mist. Mir ist das übrigens auch passiert. Ich habe auf unserer. In unserer Base ist ja immer ein Loot Drop runtergekommen. Und natürlich habe ich genau da mein Schloss hingepackt. Habe ich gemerkt und dann dachte ich mir, das kannst du nicht machen. Du regst dich immer über alle auf, dass man nicht an den Loot Drop kommt. Oh, Tribesman. Ja, dass man nicht an den Loot Drop kommt. Und dann mache ich selber so, das geht so nicht. Ist da noch ein Tribesman? Da. Ich schau mal. Wo will denn der hin? Vor allem, wie viel Leben hat er? Ja. Da haben wir ihn. Einfach so weggesnackt. Ja, und deshalb habe ich mein Schloss einfach noch ein paar Foundations weiter rüber gesetzt. Es ist trotzdem noch so halb in meinem Schloss, aber ich habe probiert, man kommt von außen ran. Und das war mir ja wichtig. Ach so, Moment. Müssen nur aufpassen, dass die Mantis nicht kommt. Hey, der ist doch hier gestorben. Hast du etwa doch die Kibbel? Nee. Da gab's nichts. Wozu habe ich den denn getötet? Mal ehrlich, das ist doch gemein jetzt. Aber okay, er hat mal was getötet, ist auch schön. Oh, was haben wir denn da? Hier ist wirklich was los. Ein Trike? Ein Alpha-Parser? Ein Alpha-Terry? Wow. Level 220.
Das wäre natürlich auch mal noch eine Anschaffung. Aber es kostet halt auch echt viel Kilo, so ein Kerl hier zu zähmen. Das habe ich gemerkt bei dem, den ich gezähmt habe. Komm, ich habe den jetzt genau getroffen. Ja, chill mal. Einfach nur, nee. Das ist nur ein Schweigen. Das ist okay. So. Sehr gut. Ich will nämlich noch das Licht. So, perfekt, Leute. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was gesammelt. Und wir schauen mal. Es ist echt krass, wie viele Lichter jetzt hier runterkommen. Manchmal sehe ich überhaupt keins und jetzt hier Zehntausende. Ah, nee, das ist noch das eine, was wir nicht holen können. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das Boot könnte ich eigentlich mal reinholen. Mit dem Links drauf. Aber okay. Zack. Jetzt schauen wir mal, was schon durchgeschmolzen ist. Ob wir vielleicht schon die Forge bauen können. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Denn wir brauchen beim nächsten Mal definitiv noch so einiges an Metall. Also es ist schon viel durchge schmolzen, aber ich habe die Befürchtung, das reicht noch nicht, denn 2500. Uns fehlen noch 1163. Ich kann ja erstmal alle Metal Ingots ziehen. Zack. Mehr haben wir nicht übrig. Ach du lieber, ne? Da haben wir ja echt noch was vor uns. Wir haben auch nichts in den Lichtern gefunden. Schade, schade. Aber okay, kriegen wir trotzdem hin. Hier haben wir noch ein bisschen Suppe. Dann habe ich hier meine Kiste für das Spezielle und für, ja, Fertilizer. Da brauche ich dann eh noch einen Schrank. Aber wenn ich dann das Gewächshaus habe, dann kommt das ja sowieso alles dort rein. In das Gewächshaus. Ist das ein Blueprint? Nee. Noch eine Waffe. Da, das ist meine. Und dann haben wir Munition finden, das ist immer richtig toll. Denn die ist schon durchaus teuer. Pelagonis-Sattel. Mantis-Sattel. Wir brauchen eine Mantis. Dunkle Osteus. Und noch ein paar Klamotten. Habe ich jetzt die richtige genommen? Ich habe eine bessere gefunden. Seht ihr, es lohnt sich ja doch manchmal. Okay. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Beete. Crop Plot. Denn da pflanzen wir auch noch ein paar mehr Narkobären an. Das ist eben das Gute, dass wir diesen Sammelding hier haben. Es ist bloß Item Collector. Sammelding sie, Leute. Gibt's eigentlich hier Water Pump oder sowas? Nein. Denn wer noch, ich weiß gar nicht, wer von euch jetzt wirklich von Anfang an dabei ist, Daniel müsste es noch wissen. Es gab auch mal eine Sprinkleranlage. Die war so ultra nützlich. Ich hatte da ein richtig tolles Beet. Aber die gibt es jetzt hier leider nicht mehr. Es war, glaube ich, Arc Advanced, die Mod. Das ist echt total schade, dass wir die gerade nicht mehr haben. 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 Aber ja, lässt sich nicht ändern. Ist ja schon mal perfekt, dass es hier regnet. Können wir unsere fünf Beete gleich mal setzen. Ich weiß nicht, wie gut die Treppe da drin sitzt. Und dann schauen wir mal, wer von euch hat den Samen. Eigentlich das Mammut. Steht natürlich am weitesten weg. Ha! Hängst du dich jetzt am Tribesman fest? Oder am Frosch? Ach. Einmal, Leute, mit Profis arbeiten. Schön. Okay, aber das machen wir noch. Wir pflanzen jetzt noch die Narkobären. Von den anderen brauchen wir jeweils einen. Das reicht. Das reicht bis jetzt vollkommen und ich denke mal, da werden wir jetzt auch nicht dran ändern. Aber Narkobären, da lohnt es sich doch, einen Vorrat zu haben. Bäm. Einfach so reingezogen. Perfekt. Dann brauchen wir nur noch Fertilizer, aber da sollten wir echt genug haben. Zack. Und dann werden wir hier zum Supergärtner. Kann
Carno, du passt mal auf die auf. Jetzt hole ich mir erstmal hier den ganzen Fertilizer raus. Zack. Fetch wieder rein. Zack. Fetch rein. Wobei die Kompostbins, die werden wir ja dann auch gleich wieder verteilen. Wie sieht denn das hier aus? Collector Options. Collecting, Disable, nein, das macht's alles. Okay. Dann pack's doch mal bitte da rein. Und das war eigentlich die Funktion, dass es das... Verteilt's bestimmt gleich noch. Das macht's garantiert, ich habe nicht keine Lust, das alles zu verteilen. So, 1, 2, 3, 4, 5... Ich habe nämlich nicht aufgepasst, wie viel Fertilizer wir bekommen haben. So. Das Gute ist, Narkobären, die brauchen, glaube ich, nicht unbedingt das Wasser. Das heißt, wenn jetzt mal, wenn es jetzt gerade mal nicht regnet, das ist auch nicht schlimm. Die sollten trotzdem wachsen. So. Zack. Zack. Haben wir noch viel? Eins. Zack. Perfekt. Und damit haben wir einen super Anfang gemacht, denke ich, für unser neues Beet. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal ist das Ganze in Metall durchgeschmolzen. Oder wir gehen einfach nochmal. Der Terry, der muss nämlich noch ein bisschen leveln, bevor ich die beiden verpaare. Gehen wir einfach nochmal in den Sumpf. Das wäre auch super. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, auch euch gefällt mein Schloss. Ja, schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob euch vielleicht auch mal solche Baufolgen interessieren. Ich habe jetzt das Schloss alles im Offscreen gebaut, denn es war auch viel an Farmen, was ich machen musste. Aber falls euch das interessiert, schreibt es mir ruhig mal rein. Dann mache ich das natürlich nicht mehr Offscreen, sondern Onscreen. Das mit dem Dodorexi ist blöd gelaufen. Ich habe da echt nicht geschalten und aufgenommen, aber ihr seht's, wir haben ihn. Level 899. Der war halt wirklich Level 600 beim 10. Und der ist jetzt Level 619. Aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Kriegen wir hin. Einen 600er Feuer-Dodorexi, das ist noch das Ziel. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut und tschüss.